Und somit herzlich willkommen wieder zurück bei The Hunter 2015, mit dem Tino, der mit Minirock vor dem PC sitzt. Und ein Glicki. Hallo. Was immer in den Pausen so passiert, fragt ihr euch. Naja, Tino hat heute mal keinen Slip an. Ja. Mal passen. Da kann man sich schon mal aus Versehen aufs Eis setzen. Das passiert. Meine Wangen tun weh, nicht meine Backen. Da ist er doch! Entschuldigung. Was ist denn hier von der Sehenswürdigkeit, bitte? Der Stein, der hier in der Mitte steht. Ne, das ist dein Ernst? Doch, guten Morgen, das ist ein wunderschöner Stein. Jawoll. Wen rufst du an? Ich, ein Randy. Jo, ich hab grad ein Randy. Sind wir wegen dem Stein hier hergelatscht, ich glaub's nicht, ey. Nee, kommt der kleine Elch von oben runter. Ernsthaft? Ja, weiblicher. Ich wusste doch, dass ich den getroffen hab. Cool, kann ich wenigstens noch, können wir noch einen Elch ballern hier wenigstens. Ey. Also er hat geantwortet. Ah, da oben, guck mal, da ist noch ein Reh. Oh, oben ist weit hier. Da, hab's da. Markiert. Aha, da ist genau der Stein bei mir davor. Ne, da ganz oben. Aha, das ist so ein geiles 141 Meter. 141, 147. Kannst du das Reh rufen? Kann ich rufen. Mal ruft das doch an. Du hast gewusst, dass das Gebiet ja noch so weiblich groß ist. Oder männlich? Schwer zu sagen, aber es läuft weg. Es ist männlich. Es ist männlich, das kommt dann gleich hergetrabt. Ich würde das schießen. Weil das scharf ist. Ja, dann müsstest du schießen, aber ruf das solltest du ein bisschen weiter vorgehen. Der hat das schon registriert. Ein bisschen weiter vor. Weil wenn das dann in das Tal rein geht. Ja, guck sind... noch. Da müsste es auch mitgekriegt haben, da wo ich jetzt bisher kam. Na, geht weiter weg von uns, geht weiter weg, geht weiter weg. Soll er das tatsächlich nicht gehört haben? Das glaube ich jetzt bald ist nicht. Er ist nochmal stehen geblieben. Aber steht ganz oben auf der Kante jetzt, also wenn noch ein Stück ja. weiter geht, ist er weg. Sehr schön. Ruf halt nochmal, ist doch wurscht. Naja, wenn es surft wird, das kriegen die dann mit. Da hat schon was, der horcht schon. Der schüttelt immer mit dem Kopf. Nein, 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 nein. Er geht weiter. Zieht aber eine leichte Kurve. Ich hab Angst. Was denn? Bär? Nee, hier knistert aber irgendwas höllisch neben mir. Und ich seh nicht wo. Das ist ein Lagerfeuer. Ja, warte ich gleich. Das Schafficken! Hast du einen Kult dabei? Nee, ich hab aber hier das Aimpoint Visier, also da hab ich ja auch kein Zoom drauf. Wo ist eigentlich dieser Elch, den du gerufen hast? Der war hier oben auf der Kuppe drauf. Das ist auch weiter, oder was? Wahrscheinlich, aber hier wird's irgendwie dunkel und jetzt fängt's an. Ja, jetzt fängt's an mit Schneien, ich sehe hier nicht kaum noch was. Jetzt hat er geschrien, hast du gehört? Da kommt aber jetzt von hier hinten. Eigentlich, wo bist denn du? Ach da. Von hier hinten kommt noch ein großer Elch. Ernsthaft? Männlich. Scheiße. Boah, wo? Hinten hier vom Berg. Das wird angezeigt und zwar da dahinter. Ich markiere das mal. Ich gucke in die Richtung und zwar von da wird das angezeigt. Also da müsste noch hinter dem Berg stehen. Ich sehe ja nicht mehr. Weh, vielleicht sich doch nochmal überlegt hat, aber... Weh, ich renn doch aus der Zone raus. Bin ich denn doof? Warum bleibst du denn hier liegen? Hinter dem Berg. Gott, sind wir heute ja komplett mal durcheinander, ja. Klicke. Action, Action, aber ganz schön. Och, leck. Schreibe mal auch mal. Ist er? Genau bei meinem Punkt. Da wird hier über den Berg ziehen, oder? Und mir gehen dem Berg schon mal hier hinten drüber entgegen. Also dem Elch, nicht dem Berg entgegen. Kannst du dem Berg entgegen gehen? Der, ja. Der ist nicht so schnell. Der Schneesturm ist bedenklich doof. Bedenklich doof. Nicht, dass du einen Querschläger hast, wenn du eine Flocke triffst. Ja, nee, deswegen, das macht mir ja am meisten Angst. Aber
Das war jetzt trotzdem sehr gut, da muss ich mich mal selber loben. Also die ganzen 5 Viecher aus der Grenze ins Inland zu schmuggeln, das schafft nicht jeder. Aber ich nehme an, du hast nicht einen abgeschossen. Guck mal, drück mal F3. Du Klon. Ein. Ja, ein. Und vier. Und vier sind noch vor mir. Ja, ach, du warst am Ende der 15 Minuten, wirst du schon noch weinen. Mhm. Du hast 4, ich hab nur einen. Die Map ist einfach kacke. Ja, von mir aus. Also die Map ist so sehr schön, aber mit den Tierchen ist es ein bisschen kacke, finde ich, weil ihr haut ja alles ab, beziehungsweise fällt ein Schirm, wenn man es erschießt. Gut, fällt ein Schirm, das ist Einbildung, aber dass die schnell abhauen, ja. Das ist halt hier so. Kann ich nicht so viel. Ja, vor allem ist es ja für mich relativ sinnfrei, weil ich ja überhaupt keine Tarnkleidung habe. Wenn man hier schon runterschaut, wie wenig Bäume auf dieser riesen Fläche eigentlich nur stehen. Das ist klar, ne? Die Tiere haben ja auch. Wir sehen ja alles, was sich bewegt, sofort. Ja, was sich nicht natürlich bewegt. Also, ne? Siehst ja nicht aus wie ein Reh. Leider nicht. Ja, würdest du dich natürlich bewegen, würdest du hier nicht aufhören. Ach, kann ich jetzt mal einen ausschalten oder muten? Vor allen Dingen ausschalten! Oh! Ja, da steht hier Level und Dark. Ich mal den Kniff draus. Das gibt mir Strafanzeige, Herr Mannes. Aufforderung zum Mord. Ja, Player. Sachse angenehm. Jetzt gleich hier. Oh shit. Muss jetzt gleich hier irgendwo stehen, ne? Bei mir knirschelt es ja schon. Schau einfach mal einen Bogen raus, wenn er plötzlich auftauchen sollte. Versucht die Schritte? Ja. Jetzt nicht mehr. Das steht auch gerade. Achtung, ich rufe. Achtung, ich schieße. Gut, wir sind sowieso so weit auseinander, oder? Ich weiß nicht, wo bist denn du? Ich stehe eure Markierung. 860 Meter. Danke. Ja, da habe ich vor uns deinen Schuss auch nicht gehört. Bist du ein Klingi? Nee. Aber wann kommt denn die von ihren Trabentruppen da runter? Sehen wir das daher schon rechts an uns vorbei? Ich sehe ihn. Ist ne? Ja, er kommt hoch. Soll ich mit der Wumme erlegen? Kommt zum Morgen. Oh, da ist noch was abgehauen. Da unten ist noch einer. Oh ja, stimmt. Auf welchen hast du geschossen? Auf den rechten oder auf den linken? Ne, hier unten, wo ich hinguck. Aber ein Weibel. Ah, da hinten ist auch noch ein Bär. Wo? Ja, der läuft mit deinem Männel weg. Ne, mein Männel liegt hier. Ja, dann läuft hier noch ein Männel. Warte mal, ich hol das erstmal kurz. Ein Schuss, ein Treffer, ein Tod. Komm, gib mir CSS, Baby. Ui, 43, nice. Kein Problem, Steam Summer Sale. 2,99. Ist eine gute Gegend, Klicky, gute Gegend. Siehst du noch was? Nee, das ist alles nach hinten verschwunden. Was, hier runterwärts? Hier runterwärts, ja, alles dahinter. Und hier ist ein bisschen links. Es war noch ein Männer, definitiv. Siehst du es? Ah. Nee. Ja. Ich hab das Männer. Später. Alter, die sind immer noch so aufgeregt. Komm ich noch, wo es sein soll?
Irgendwo so ein bisschen da, zur Seite, da sind viele Kiefern dazwischen. Da viele Kiefern. Steht das unten im Tal oder weiter oben? Das steht hinten, wenn du schon wieder hoch machst. Aus dem Tal. Da steht er. Oh, das sieht man aber schlecht. Ich versuch's einfach mal. Wenn ich lass uns noch ein bisschen rangehen. Hast du getroffen? Ich gedenke. Ah, ich sehe ihn. Zu viele Latschenkiefer. Markiere einfach mal die Stelle, wo ich nicht geschossen habe. Ah, ne, der läuft. Ich glaube, der läuft. Ich hab noch was durch die Tanken gesehen. Naja, also wie gesagt, nur noch ein Bär. Also zwei oder drei, was war auf jeden Fall noch. Hey, im letzten Part jetzt hier auf der Map. Wieder die Action. Da ruft wieder einer. Zweifel. Das höre ich nicht mal. Müsst's gleich hören. Aber da der Bär hier ist, werden wir mal lieber einen Revolver vorne reinschmeißen. Wenn die nicht ausgenockt waren. Damisch! Noch einmal. Entschuldigung. Das ist doch nicht zum Aushalten. Was machen die denn hier? Hoch, runter, links, rechts, rüber, nüber, nöf, nummer, was ist... Könnte es vielleicht sein, dass die schon riechen? Guck, hier hast du die Bärenspur. Mhm. Ich hab die Angst. Das, wo er geflüchtet ist, hier, da ist hier dann hoch. Also, wo du den ersten Elch geschossen hast. Müssen wir mal gucken, müsste ja hinten eigentlich Stein noch sein und. Da ist der Bär, ja. Sicher, dass es so weit hier drüben war, Klicky? Ja. Da, wo ich nicht geschossen habe, da habe ich eigentlich direkt die Markierung hingesetzt und kann mich ja schon mal analysieren. Das ist ein Reh. Ja, und hier ist nur Blutspuren, siehst du? Mhm. Lunge, Herz getroffen. Also und weit kann der nicht gekommen sein. Nö. Da liegt er. Ne, liegt er nicht. Sondern verguckt. Ne, das ist ziehen durch Zustand, laut Dings. Aber halt so hektisch. Aber trotzdem schon ziemlich heftig, die Blutspur. Ja, die liegt er doch. Ja, davon der Lichter. Bin mal gespannt, wie viele es mehr da waren. Alter, viel Blut verloren. Ja gut, ich habe durch diese Kiefern und nicht direkt den gesehen. Ich habe dann nur das Geweih gesehen, circa abgeschätzt, wo könntest du hinzielen? Ne, jetzt sind sie wieder drabend. Kannst du noch borgen, ey. Auch die Kerle reagieren nicht auf das Spielzeug. Und sind sie durch irgendwas aufgeregt? Hast du den Geruchsreduzierer drauf? Ja, ja, alles drauf, Enttarnung halt über 100. Du könntest mal nach. Ach ne, lohnt sich jetzt gar nicht. Was willst du? Den Geruchsreduzierer nochmal nachlegen lohnt sich nicht. Ne, das lohnt sich nicht. Soll ich machen? Machst du? Mach du. Oh, kannst du machen. Guck mal, wie viel mehr das waren. 151. Aha. Alter Schwede, ey. 482 Kilo, 11 Sekunden Verletzung, 24 CSS. Ah. Rechte Lunge, Körper und Herz steht hier nichts. Ne, war nur die Lunge. Aber es wird angezeigt als Lunge, Herz, weil das ein Trefferbild wie ist. Mhm. Wenn später Lunge getroffen wäre, halt zusammengeklappt, aber da stand halt. Ja. Na gut, 151 Meter durch den Tal mit Bäumen, ne? Was willst du mehr? Na, 151 Meter ist schon gut, also alter Schwede. Ein ganz schöner Schuss. Gut, das war Lars, sonst hätten wir jetzt nochmal laufen können. Da drüben ist der Bär. Ja, aber schon gesehen. Und da drüben ist noch ich. Mal gucken, mal kurz stehen bleiben. Die werden bestimmt
gleich wieder, also der Elch, der wird nicht lange dürfen sie sind, die hat sich schon wieder beruhigt. Echt, sehe ich noch nicht. Markiert. Da drüben am Berg. Sie verlassen das Reservoir, drehen sie sofort um, Halsmaul. Aber wo ist der Bär? Der ist hier drüben, der kleine Berg, den du siehst, ja? Mhm. Wenn ich jetzt drauf zulaufe, da direkt dahinter ist der. Mhm. Alter, ich bin doch schon längst wieder von eurer schottischen Grenze weg. Schottland, na, da würde ich mich lieber ein bisschen weiter entfernt halten. Alter! Also die Back da, die will den Berg hoch, die kommt aber den Berg nicht hoch. Ja, wir gucken mal kurz noch hier über den Hügel. Wenn er dann schon weiter ist und wir sehen ihn nicht mehr, dann schießt er halt noch auf das Weibel und dann dürfte es wie so folgen Ende sein. Ja. Jetzt müsste ich ja echt noch wegrennen, weil die Grenze zu weit vorne gezogen haben. Weißt du, an was mich der Berg gerade übelst erinnert? Am Brokeback Mountain? Kennst du die unendliche Geschichte, die Schildkröte? Sieht voll so aus, oder? So ein Hügel in der Landschaft. Ja, mitten drin. Vor allen Dingen Brokeback Mountain. Also Randy, ja. Das war jetzt echt der Fehlkommentar des Jahres. Oh ja. Da wo Broke drinnen, ne? Jetzt wissen wir wenigstens, bei was für Film du im Kino bist. Nö, ich kenne den Film nicht immer. Ich kenne nur den Namen. So, weil da Broke drin war, habe ich gedacht, weißt du schon, was in dem Film geht? Doch, das Klick hat ihm mal gemeint, das ist irgendwie ein Schwulenfilm, oder? oder es geht um Schwule irgendwie sowas. Schwule Cowboys. Ich glaube, die treffen sich da oben irgendwie nur am Meer irgendwie. Boah, jetzt hab ich gedacht, der Berg steht genau vor uns. Aber es hat was mit Broke, ne? Also mit dem Berg zu tun, werde ich. Nee, Broke ist eigentlich da was anderes. Nee, Brocken, auf den du stehst, oder was? Ja. Das ist nochmal ein Shit Base Bayern. Da ist er. Wo? Ja, soll ich nicht schießen? Ich will! Hier, direkt hier steht er. Siehst du nicht? Leg dich nicht mit. Ich sehe ihn. Oh, da steht so schön da. Also, der muss liegen. Ach. Jetzt läuft er weiter. Jetzt kommt zu uns. Ich hab gesagt, der muss liegen. Ja, ach, der kriegt er doch vor lauter Orgasmus, kriegt er dahinter nicht. Da haben wir noch mal getroffen. Der hat auf jeden Fall nochmal gezuckt. Ich markiere dir mal die Stelle, wo sie den ersten Mal. Kannst du mal da nachschauen. Hab ich auch Lust letzten Jahr. Leck mich am Arsch. Ja, wo der auch so schön seitlich stand, da kannst du eigentlich da sein. Hab ich eigentlich schön getroffen. Bittet, um zu treffen. Den ja, vielleicht hast du. Das, wie gesagt, das sind sehr stabile Tiere. Zeigt nicht an, das ist das Problem, wenn ich das Blut analysiere. Das ist ja der Dreck. Ja, gut, geht also, nicht anders. Oder heißt, bist du auf schon höheren Skillstufe? Ich hab, glaube ich, Level 3 oder 4. Das hat ja eine ganz schöne. Einmal ach, du hast Blumen. Damals bei diesem komischen Wettbewerb mitgemacht, ne? Das kann, ja, das kann wirklich sein. Ja, Braunbären allgemein, die sind ja auch in Dings. Nee, hast du nicht damals bei dem Wettbewerb mitgemacht, wo es extra um die Rentiere ging? Da hab ich auch mitgemacht, ja. Hast Körper getroffen beim ersten Mal. Körper. Also wenn du nur Körper getroffen hast, dann... Also hier ist aber eine Blutspur hinter der anderen. Ja, aber ganz wenig Blut nur. Nicht viel Blut, was da geflossen ist. Naja. Hast du noch die Blutvergießen gemacht? Ne, wenn du Lunge triffst, das siehst du, ist deutlich größer. Aber ich würde nein, vielleicht... Richter? Ja, weil du wahrscheinlich zweimal getroffen hast. Aber hast du nur Körper, muss man mal gucken. Lebt er noch? Nee. Nee. Oh, das ist ein schöner Digger. Boah, 93er CSS? Wie viel Kilo hat denn der? Braunbären sind groß. 264. Ja. Körperschädel war der zweite. Ja, na, ist aber auch nur Körper, weil der Schädel ist so grau dargestellt, ne? Ja, na, da ist ja zweimal nur Körper. Da ist ja Glück, dass du so großes wie also Kaliber hast, sonst wäre das. Nicht gut gegangen. Nee, da waren wir jetzt länger gerannt. Oh, da hab ich natürlich einen schönen CSS heute gekriegt, ey. 93 ja. Ist doch nicht schlecht, oder? Das ist sehr gut. Das war halt das Tier, ne? Und das war halt extrem seltenes wahrscheinlich dann. Selten groß. Ja, jawohl, Baby! Licht. Mal so 25,6 Score, so nicht schlecht. Was, 25,6? Ja. Dein Score, das ist ja beim Bär, wird das ja mit so. Unterkiefer gemessen. Weil er hat ja kein Geweih.
Körper, Leber getroffen und lach sofort. Okay. Ja, ja gut. Nicht schlecht, aber ob der Elch hier noch rumrennt, hä? Glaube ich ja nicht, der wird hier aufgezogen sein. Alter, was ist das hier für Schnauzen ziehen? Na, die hängen aber meistens die Zunge raus, ne? Ja, ja, und ich hab da das, den ersten, den ich geschossen hab, das schicke ich euch nachher gleich mal. Das war hier zu gut, aber. Wo? Also hier ist noch eine Spur und Scheiß auf dem vom Bär, aber da habe ich noch nicht den Skill, ich weiß nicht, wie lange das her ist. Das ist nochmal ein Elch ziehend. Einfach mal über den Berg gucken. Auf viel CSS haben die Rentiere auch nicht, oder? Mhm. Kommt drauf an, auf welches. Also, ne? Na, gibt's ja auch. Gibt's ja auch. Ja, ja, gibt. Ja, na, das guck geht aber nach dem nach Geweihen. Ja. Hm. Nee, aber auch die Schwierigkeit des Tieres. Also. Naja, also Braunbären schießen lohnt sich immer. Aber sind dieselben wie so. Auf dem Braunbären kannst du aber auch wenig CSS kriegen. Mhm. Das geht auch. Ich weiß nicht, hier. Ich habe zum Beispiel hier auf Braunbären geschossen, da habe ich CSS das jetzt nach? Null gekriegt. Ich drück einfach mal Enter. Ach so. Hm. Dann siehst du das hier im Chat. Hm. Na, wurde überall, da habe ich mal null gekriegt und. Also es hat nicht damit viel zu tun, aber gut, zum Beispiel das Rentier, das gibt's ja auch mit einem Score von 450 oder noch größer. Na gut, stimmt, aber. Das sind ja dann die seltenen, da kriegst du auch mehr CSS. Also ich habe beim Rothirsch auch schon CSS von 90 bekommen. Hm. Ist der höchste, den du mal bekommen hast? Vom CSS her, das war das 90 von der vom Score her, war es 271, 72, da habe ich auch bei dem einen Wettbewerb Silber belegt. Hm. Dem. Da musstest du von dem Ansitz oder von dem Baumsitz aus innerlegen. Also Ansitz jagt was quasi. Aber wir sind jetzt vorbei, heute mal mit kleiner Überlänge. Na, da haben wir ja trotzdem noch ganz gut was geschossen. Der Dino mit 3, ich mit 3, ne mit 2 und Glicky mit 3. Passt doch. Ja, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Däumchen da lassen, wenn es euch gefallen hat. Ja. Und schickt mir mal bitte Christmas-Mucke, die Game mal frei ist. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.